Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 106. Wie immer jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen, bin ich ein wenig in, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, nicht im Zugzwang, sondern in Wartestellung. Wartestellung, das trifft es eigentlich ganz gut. Und zwar Wartestellung deswegen, da ich ja derzeit zwar meine Anlage fahrbereit habe, schrägstrich hätte. Wir sehen ja gerade jetzt hier im Hintergrund, dass ich ein Gleis noch machen muss. Aber ich bin ja beim Bau meines Stellpuls für die Anlage. Die Anlage fährt, beziehungsweise die Züge können fahren, aber alles nur in diesem sogenannten automatischen Betrieb. Das heißt, durch die Riedkontakte kann ich über rote Signale drüber fahren, ohne dass irgendwas passiert. Aber ich kann nicht wirklich eingreifen. Ich kann nicht wirklich sagen, ey, komm, du sollst jetzt da hinfahren oder du sollst dorthin fahren, sondern die Züge würden machen, was sie wollen. Und das geht ja mal gar nicht. Aber Quatsch. Ja, ich habe ein neues Problem. Und zwar habe ich das Problem, ja, ich hole schon wieder ein bisschen zu weit aus. Wir kommen im zweiten Teil nämlich auf dieses Problem zu sprechen. Im ersten Teil bin ich natürlich jetzt hier beim Austausch dieses Gleises. Wir sehen es ja im Hintergrund, brauche ich normalerweise gar nicht viel zu erzählen in dem Sinne. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, da ich ja jetzt gerade nicht fahren kann. Und ich habe so wahnsinnig viel kleine Dinge zu erledigen zurzeit, dass ich euch hier Unmengen von Videos oder Material zeigen könnte. Aber ich bin ehrlich, das wäre wahrscheinlich viel, viel zu langweilig. Ich ziehe Strippen, ich mache irgendwelchen Kram. Ich bin beim Ausbessern von irgendwas. Ich bin beim Schäden beheben, die ich beim Bauen gemacht habe. Gerade heute wieder habe ich einen schönen Weichenantrieb von mir weggecuttet. Also dann habe ich so eine Holzleiste zerbrochen, die konnte ich wieder ersetzen, als ich nämlich meinen Servo angebracht habe und so weiter und so fort. Aber das brauche ich euch doch nicht zu zeigen. Es sei denn, ich mache mal wieder ein Special irgendwann und sage, ey komm, das passiert mir auch. Und nichts ist perfekt, bei mir schon gar nicht. Aber naja gut, wer weiß, vielleicht kommt mal der zweite Teil und dann werden wir den noch mit einbringen. Ja, ich habe hier im Hintergrund vor zwei, drei Videos mal gezeigt, wie ich das rausgeschmissen habe, dieses Gleis hier, weil der Riedkontakt drunter kaputt war. Wir sehen ihn jetzt nämlich zwischen dem orangefarbenen Balken und meiner Pfeile, wo ich jetzt nämlich gleich die Gleisspannung anlöten werde. Ich hatte es ja schon mal gesagt, der Egoist ist zu erkennen. Nein, natürlich nicht wirklich, aber es ist so, bei mir ist ja wirklich jedes Gleis mit Strom versorgt. Wir sehen es ja da unten drunter, ja, wo das rote Kabel rausguckt. Ich habe ja rot dran geschrieben, damit ich immer noch weiß, wo rot und wo schwarz ist, damit mich keinen Kurzschluss reinhole. Und damit sehen wir natürlich jetzt wirklich das wunderbare Beispiel für die, die mich noch nicht so lange gucken. Die, die mich länger gucken, weil wissen, dass ich das mache. Dass ich wirklich jedes einzelne Gleis ja mit Strom versorge. Und hier haben wir jetzt gerade mal dieses Beispiel. Und ja, und jetzt ist es schon angelötet. Jetzt wird es schon mit Pins festgemacht und jetzt kommt wieder im Anschluss meine unkonventionelle Lösung. Ich verklebe ja, Mensch, was ist denn meine löte Nase oder was? Mit Sekundenkleber. Ja, ich mache das praktisch fertig zum Übergang, damit ich das fertig machen kann. Setze ich dann natürlich immer auf die Stöße der, der Gleise, immer diesen Flexgleishalter da oben drauf, damit die wirklich schön zusammenpassen. Und im Anschluss wird das, wie wir jetzt sehen, mit Sekundenkleber verklebt. Und wir sehen es auch im Untergrund, wo ich das da mal gestrichen hatte, dass die Schwellen jetzt an einer anderen Stelle sitzen. Ist natürlich der Fall, weil ich ein anderes Stückchen Gleis da reingemacht habe. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auf der gleichen Stelle wieder gelandet. Und das wird jetzt sozusagen fixiert mit dem Sekundenkleber, so dass erstmal nichts mehr passieren kann. Und im Anschluss kommt bei mir immer noch ein bisschen Weißleim drauf, so dass das entsprechend dann schön fest ist. Also wirklich, das hält bombenfest. Und der Übergang ist mal wieder geschaffen. Wir haben gerade meinen Testwaggon gesehen. Den nehme ich immer. Wer mal aufgepasst hat, den habe ich immer mit drin. Und meine Kamera stellt so wunderschön gerade diesen orangefarbenen Balken hier scharf. Ich versuche sowieso in letzter Zeit sehr, sehr viel mit manuellen Scharfstellmöglichkeiten zu arbeiten. Aber hier habe ich wahrscheinlich immer noch den Autofokus drin. Also ich mache das wirklich sehr, sehr, den Fokus sehr, sehr gerne manuell mittlerweile, damit das nicht immer passiert, dass man Dinge scharf stellt, die man gar nicht scharf haben will.
Ja, was mache ich hier? Mein 3D-Drucker habe ich mal wieder angeschmissen. Ich habe mal wieder was gemacht und zwar drucke ich mir hier Servohalterungen. Wir sehen da hinten schon so ein kleines bisschen die Vierecke, wie sie gebildet werden, wie sie ausgedruckt werden. Hier sehen wir es natürlich jetzt richtig. Da sind auch die kleinen Löcher schon mit drin, wo das Servo nachher angeschraubt wird. Da vorne sind sie. Passt wunderbar. Ich wollte es euch bloß mal zeigen, wie gesagt, um mal wieder ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Jetzt kommt das, was mir persönlich sehr, sehr weh tat. Und zwar baue ich natürlich an meinen festen statischen Teil der Anlage. Der Rest ist ja alles Module. Wer das noch weiß oder wer es noch nicht weiß, hat es gerade gehört. Und das habe ich ja zum Hochklappen gemacht. Wir haben ja immer hinter jedem von diesen Kästchen, was wir da oben sehen, wo die Lüsterklemmen dran sind, jedes Mal einen weichen Antrieb sitzen. Die einmal hängen die oben drunter und einmal liegen die unten drauf. Das sind 8 Stück an der Zahl an der Stelle. Oder 9, glaube ich sogar. Und das sind die unteren. Und das obere habe ich jetzt nur abgeschraubt. Ich habe es euch jetzt nicht gezeigt. Ich kann das hochklappen. Dazu muss ich aber die Kabel abmachen. Ich habe das vor einigen Videos mal gezeigt, wie ich das gebaut habe. Und jetzt reiße ich diesen Konrad weichen Antrieb da unten raus. Meine Antriebe sind ja ein bisschen anders als bei den meisten. Ihr wisst ja vielleicht, die es schon eine Weile sehen. Die anderen werden sich wundern, was ich gerade mache. Meine Weichenantriebe sitzen alle an der Anlagenkante vorne und werden umgeleitet, teilweise bis zu einem Meter. Werden die nach hinten zum Anlagenkante, also hinter, und dann bis zu 60 cm geht das nochmal hoch. Also die haben richtig weite Wege zu überbrücken. Klappt aber wunderbar. Aber ich habe 2 Weichen, unter anderem auch die, wo ich jetzt das Servo hier einbaue. Da reicht der Stellweg von dem Konrad oder überhaupt von dieser Type Weichenantrieb nicht aus. Das ist zu wenig Bewegung, als dass ich das so weit umsetzen kann, dass das ganz oben noch angetrieben wird. Wir werden es nachher noch sehen. Ich hoffe, ich denke dran, das mal zu sagen. Ansonsten bringe ich sowieso mal irgendwann wieder so eine Art Special, was meine Weichenantriebe angeht. Weil die sind ja doch ein bisschen anders bei mir, wie gesagt, als bei den meisten. Oder ich kenne keinen, der es so macht wie ich. Naja, egal. Ja, okay, jetzt kommt das hier in diesen selbstgedruckten Servohalter rein, schraube ich fest und der Servohalter selber wird bei mir nicht festgeschraubt. Der wird mit einem wirklich stark klebenden Klebeband unten auf den Anlagenboden aufgeklebt, so dass ich, wenn ich mal was wieder verändern möchte, die muss ich regelrecht losreißen. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, aber das kam nicht so richtig rüber. Und ja, also das hält wirklich bombig bei mir. Also da braucht man keine Sorgen haben, dass bei mir die Weichenantriebe rumfliegen. Und die liegen ja alle, wie gesagt, vorne am Anlagenrand. So, ich komme immer ran und ich kann das immer, wenn da mal was lose ist, das beobachten und sehen. Also, aber wie gesagt, die halten bombenfest bei mir. Was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist ein Servo Ansteuerplatine, die ich mir gekauft habe. Die läuft mit zwischen, ich glaube, 5 und 7 Volt oder 4 und 7 Volt, irgend sowas. Deswegen habe ich mir gerade an mein Netzteil 5 Volt eingestellt. Das ist das gute Stückchen. Funktioniert prächtig. Wir sehen es jetzt hier. Funktioniert mit dem kleinen Taster. Wenn ich da drauf drücke, dann verstellt sich der Servo. Wir sehen, der kann langsam laufen, der kann schnell laufen. Ich kann die beiden Endpositionen festlegen von dem Servo. Das heißt, bei diesem Antrieb, bei diesem Platine kann ich nur für einen festlegen. Der vordere wird festgelegt, so wie ich den kleinen Plasteantrieb da einstelle, und den hinteren kann ich dann einstellen per Software. Wenn ich da oben diesen Pin verlötet habe, was ich gerade gemacht habe, dann fungiert der Taster sozusagen als Schalter. Ich drücke nur einmal drauf und das Servo stellt dann entsprechend gleich komplett um. Ansonsten muss ich die ganze Zeit den Taster halten. Das will ja keiner. Ist eine wunderbare Alternative zum Antrieb von Servomotoren analog. Ja, eine ganz tolle Sache. Also man kann Knöpfchen drücken, man kann den Taster drücken. Und jawohl, man kann den Taster drücken. Ich rede gerade im Singular. Ja, Klugscheiß Ende. Singular ist deswegen schlecht für mich. Ich habe ja 2 Knöpfe, wie die meisten auch. Und zwar einmal weiche da lang, weiche da lang. Also in jede Richtung einmal ein Knopf. Mit diesem Antrieb ist es tatsächlich so, dass ich immer den gleichen Knopf drücke. Einmal die Weiche nach da, drücke ich den gleichen Knopf, geht die Weiche in die andere Richtung. Ja, habe ich nicht wirklich nachgedacht beim Basteln, beim Bauen. Dann hatte ich mir die gekauft, aber ich habe überlegt, damit kann man ja so viele schöne andere Sachen auch antreiben mit, die ich noch auf der Bahn realisieren werde.
Und die sind also nicht weggeschmissen und die werden natürlich eingesetzt. Aber jetzt zum Testen war es gut. Ich konnte es verwenden. Wir sehen es jetzt hier oben. Zack, wie die Weiche sich verstellt. Das mache ich alles mit einem Tastendruck. Ist ja nicht schlecht. Man bräuchte eigentlich nur einen Tastendruck. Ja, aber dadurch, dass ja alles bei mir mit zwei Tasten funktioniert, mit zwei Tastern funktioniert, da hinten sehen wir die Umlenkung überall. Wie gesagt, ich werde mal noch eine Sendung dazu bringen, das werde ich aber auch erst so Richtung Herbst machen, wenn wieder ein bisschen mehr los ist hier bei YouTube. Im Moment sitzen ja alle in den Sommerferien, was ja auch schön ist, und die noch nicht sind, denen wünsche ich eine schöne Sommerferien. Und ansonsten bleibt mir treu, ne? nicht vergessen. Hier sehen wir noch mal einen kleinen Überblick, wie ich das da praktisch habe. Hier, das ist der statische Teil da drüben, wo mein Schraubendreher drauf sitzt. Und jetzt mache ich noch mal so einen kleinen Rundkurs auch unter der Anlage mal lang, wo wir die ganzen Stellhebel von meinem Weichen sehen. Hier sehen wir jetzt die ganzen Relais, was ich neulich gebaut habe. Und hier ist jetzt der statische Teil. Und da sehen wir auch die Antriebe. Ich muss da mal staubsaugen, da unten muss ich mal ehrlich gestehen. Sieht ein bisschen wüst aus. Da ist der Konrad-Antrieb, da in der Mitte ist dann ja das Relais und so weiter und so fort. Also man sieht es ganz gut. Ich habe ja eine Untergrundbeleuchtung drin, wie wir sehen. Das heißt, da sind überall drei LEDs so angebracht. Und die leuchten überall rein, sodass ich das praktisch immer wieder, warten kann, reparieren kann und auch mal was sehe. Ja, meine Freunde, das wär's für heute im Grunde genommen schon. Ich weiß, jetzt schalten die meisten ab, wenn ich das sage, aber es ist so, ich zeige euch kleine Ausschnitte. Wie gesagt, ich möchte euch nicht immer zeigen, wie ich Strippen ziehe, wie ich irgendwas anderes mache. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. In der nächsten Woche wird es wieder interessant, denn dann fliegt nämlich dieser Servoantrieb raus, dann kommt ein anderer Servoantrieb rein. Was ich einbauen werde, das verrate ich jetzt noch nicht. Die meisten werden es kennen, aber ich mache es trotzdem. Manch einer möchte es ja gerne sehen. Und hier sehen wir auch nochmal mein Modul von unten. Ist natürlich jetzt alles gerade so ein bisschen im Dunkelmodus, weil ich ja da mit dem Anlagenlicht gearbeitet habe und das wirft natürlich Schatten bei dem hochgeklappten Modul irgendwo. Und hier nochmal ein kleiner Überblick nach hinten in die Ecke rein. Hier vorne ist ein schöner Karton, der im Weg steht. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade beim Friemeln und beim Bauen. Und dann sage ich, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.